Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine kleine Verpackung für euch. Und zwar sind das in diesem Jahr unsere Goodies für die Familie zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt hatte, könnte sein. Meine Tochter hat das Häkeln angefangen und aktuell häkelt sie ganz viele von diesen süßen Sorgenwürmchen, nennen die sich. Und die möchte sie gerne an Weihnachten verschenken. Und dementsprechend hat Mama dazu eine Verpackung gemacht. Für die, die nicht häkeln, alternativ passen 4 von den leckeren Küsschen hier rein. Also, das gibt es bei uns dieses Jahr auf den Weihnachtsteller, hätte ich beinahe gesagt. Was habe ich verwendet? Zum einen das Stempelset Funkelflocken und das Produktpaket Feiertagsklassiker. Das Produktpaket ist ein Auslaufprodukt. Ich blende hier dementsprechend ein, ob es noch verfügbar ist. Wenn ich nichts einblende, dann... Nee, wir machen es andersrum. Wenn es nicht mehr verfügbar ist, dann blende ich es hier ein. So, zu finden. Und natürlich noch, ne, wie immer, Basic mit Pep. Ich kann euch die nur ans Herz legen. Die sind wirklich super. Das Stempelset Funkelflocken findet ihr im noch aktuellen Herbst-Winter-Katalog auf Seite 39. Und das Produktpaket Feiertagsklassiker findet ihr auf Seite 31 und die Basics mit Pep kommen aus dem Jahreskatalog und die findet ihr auf Seite 162. Hier sind sie. Ihr könnt nach wie vor alle Produkte bei mir bestellen. Alle Maße findet ihr auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein und dann legen wir auch schon los. Das sind ein paar Reste, die wir brauchen zum Stempeln und Stanzen. Für die Verpackung an sich braucht ihr Farbkarton in 12 x 16,5 und ein Stück Designerpapier in 12,5 x 9,5. Also wie gesagt, die, die nicht häkeln, alternativ passen da auch 4 Küsschen rein. So, wir fangen mit dem Farbkarton an und zwar an der kurzen Seite. Und da falzen wir als erstes bei 1,5. Bei 4,5, bei 7,5 und bei 10,5. Und die lange Seite falzen wir rechts und links bei 3 cm. Das lege ich auch rechts an. So kann ich den Farbkarton ganz anlegen und habe hier nicht so die Kippelstelle. So, zack. Bevor wir das jetzt nachfalzen, wir haben an beiden Seiten 3 Quadrate und 2 Rechtecke, sowohl hier als auch hier. Und in dieses Quadrat hier in der Mitte, da müssen wir jetzt noch diagonale Falzlinien ziehen. Und zwar von den Falzkreuzungen hoch in die Spitze, also einmal von da nach da. Von da nach da, dann drehen wir es um und machen das gleiche nochmal. Von da nach da und von da nach da. Also Dreiecke. Da wir in der Breite 3 cm haben, ist die Mitte bei 1,5. Heißt, ich lege mir meine Falzkugel hier bei 1,5 an. Und ziehe mir die Diagonale. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie das dann aussieht. So sieht das dann aus. Könnt ihr das sehen? Ja. Also hier in der Mitte in diesem Quadrat kommt das Dreieck rein. Dann kann ich schon mal meine Schere rausholen und das Falzbein. Wir falzen alles nach.
Die Dreiecke falzen wir gleich, wenn wir es zugeschnitten haben. Dann ist das etwas einfacher. Und zwar müssen wir haben ja hier die drei Quadrate und dann jeweils hier diese Rechtecke. Und wir schneiden jetzt immer hier von außen an der ersten Falz hoch bis zu dieser Falzkreuzung. Also das Rechteck und das erste Quadrat. Und dann kürzen wir uns hier das Quadrat, das kürzen wir uns so ungefähr auf 1,5 cm. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr abgeschnitten. 1,5, 1 cm, je nachdem, was ihr da bevorzugt an Klebelasche. Also ihr braucht hier definitiv nicht die ganze Fläche zum Kleben. Und das macht ihr an allen vier Seiten. Also wir schneiden hoch, kürzen das ein und schrägen das an. So, zack, alle vier Seiten gleich. Jetzt muss ich hier mal eben meine Sachen an die Seite nehmen. So, und jetzt müssen wir noch die Dreiecke falzen und die knicken wir uns. Ich habe hier jetzt die Außenseite und die knicken wir uns jetzt einfach hoch. Das klappt jetzt am besten, wo wir es zugeschnitten haben. Und dann können wir es auch schon kleben. Ich habe die Box an sich jetzt nicht mehr verziert, weil wir das Ganze mit Designerpapier verschließen. Hier machen wir uns jetzt auf die Klebelaschen etwas Tombow. Und diese kleinen Klebelaschen müssen jetzt immer hier an diese großen Rechtecke. So, die andere Seite noch. So, und somit ist an sich die Verpackung schon fast fertig. Wenn ihr das nicht mit Designerpapier verschließen möchtet, könnt ihr auch die Seiten hier eindrücken. Dann habt ihr so ein Dreieck. Dann weiß ich aber nicht, ob die Küsschen noch reinpassen. Das müsstet ihr ausprobieren. Und dann halt hier zwei Löcher rein und mit einem Band verschließen. Ich mache das aber jetzt mit einer Banderole. Und dadurch, dass ich das hier oben nicht zusammendrücke, sondern noch ein bisschen Luft habe, passen die Küsschen auf jeden Fall da rein. Bei dieser Variante jetzt. Und das Designerpapier, wo habe ich es hingelegt? Da. Das falzen wir an der langen Seite bei 1,6. Denkt dran, Designerpapier schön vorsichtig falzen. 1,6. 4,7, 7,8 und 10,9. Ich falze das jetzt. Ihr könntet das aber auch, also das Designerpapier im Ganzen, rumlegen und euch dann nach und nach die Knicke da reinmachen.
Das falzen wir nach. Na. Und dann kleben wir das hier oben zusammen. Ich klebe das jetzt so zu, dass man auch hier diese Rundung vom Falzen noch sieht. Etwas Flüssigkleber. Ich halte erst rechts und links fest. So, dann haben wir diese Form. Und dann können wir es drüber stülpen. Also mit den Maßen passt das an sich ganz gut, aber wie gesagt, ihr könnt das Designerpapier auch rumlegen und dann eure Knicke machen. So, was fehlt noch? Dekoration. Und da müssen wir ein bisschen stempeln. Da brauche ich Abendblau und Faungrün. Als erstes stempeln wir uns den Spruch, lass dich verzaubern. Den setze ich mir hier hin. Und jetzt habe ich, ja, egal. Da müssen wir das Blatt jetzt auf den anderen, auf das andere Stück. Das stempeln wir in Faungrün. Und dann brauchen wir jetzt unsere Stanzform. Und zwar die Basic mit Pep. Da nehme ich mir wieder das große Etikett raus. Und das stanze ich mir so aus, dass der Spruch schön nach rechts ist. Den Streifen in Faungrün. Da nehmen wir uns das kleinere Fähnchen und stanzen das aus. Und dann nehmen wir noch die Stanzform Feiertagsklassiker. Und da haben wir einmal das Blatt drin und hier diese Beeren. Und ich weiß, eigentlich ist das grün und rot. Wir machen heute aber Faungrün und die Beeren mache ich in Abendblau, so dass sie dann zur Verpackung passen. Das stanze ich alles einmal aus und dann bauen wir es gleich zusammen. So, meine Lieben, ich habe alles ausgestanzt und jetzt nehme ich mir den Stampin' Blend in Helltannengrün. Das sind ja unsere Alkoholmarker. Und mal mir hier den Zweig noch ein bisschen aus. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt ihn auch so lassen. So, dann kleben wir zusammen und wir fangen mit dem großen Etikett an und dazu brauchen wir das kleine und eine Schere. Das schneiden wir uns in etwa mittig durch. Das kommt nicht auf einen Millimeter an, da guckt nur ein ganz kleines Stück raus. Das ist wirklich nur ein Fitzel, so als Eyecatcher, würde ich mal sagen. Denn wir haben ja auf der Verpackung nicht ganz so viel Platz. So. Dann kleben wir das Blatt. Und die Beeren
Wie gesagt, ich habe sie jetzt in Abendblau gemacht. Ich weiß, sie sind eigentlich in der Natur rot. Aber das ist ja das Schöne. Beim Basteln ist das erlaubt. Sag ich jetzt einfach mal so. So, ich drücke mir das hier einmal ordentlich fest. Dann habe ich hier die Basics mit Pep und da setze ich mir, na, kommst du wohl her? 3 Stück von den kleinen. Hier oben noch in die Ecke. Kleber brauchen wir noch. Und dann kommt das auf unsere kleine Verpackung. Das habe ich flach aufgeklebt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich auch mit Dimensionals. Schön mittig drauf. Könnten es auch noch einmal abziehen und mit den Fingern einmal von hinten gut festdrücken. Und dann sind wir für heute fertig. Wie gesagt, als Alternative passen da 4 von den Küsschen rein. Ich bin gespannt, wie euch die Idee gefällt. Wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!